Hallo, wunderschönen Tag, spreche ich mit Herrn Alfred Reitsch. Hier spricht Sabine Gössner, Finanzberaterin von Globalen Finanzmarkt. Wie geht es Ihnen, Herr Reitsch? Dabei, Sie jeden Tag werden nicht besondere Finanzberater haben, ja? Na, das ist ja dann wie bei der Bank. Nein, nicht bei der Bank. Na, es aber ist doch genauso, wie Sie mir das erklären. Am wichtigsten ist, dass Sie werden Ihre Probezeitmöglichkeit benutzen. Wichtigste ist, Sie werden solche Erfahrung mit großen Firmen im Finanzmarkt haben. Sie werden, ich gebe Ihnen solche extra Möglichkeit auch mit Bonusgeld das machen, ja? Ich verliere keine Möglichkeit. Weißt du, was du verlierst? Jede Menge Zeit. Zeit, in der du niemanden anderen betrügen kannst. Deswegen bist du bei mir am Telefon. Einen anderen Grund hat das nicht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute habe ich euch wieder eine Abzockerin mitgebracht, die, ja, volle Kanne auf ihren Job steht und, ja, scheinbar auch noch stolz drauf ist, dass sie die Leute ausnimmt. Zum Schluss bestätigt sie das auch noch mehr oder weniger. Wirklich traurig. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefongespräch. Hallo, wunderschönen Tag, spreche ich mit Herrn Alfred Reitsch. Hier spricht Sabine Gössner, Finanzberaterin von Globalen Finanzmarkt. Wie geht es Ihnen, Herr Reitsch? Ja, geht so. Ja. Sie haben in unserem Platz an sich angemeldet und das ist Grund für diesen Anruf, ja? Sie sind ein bisschen dolle leise. Ja, fängt ja schon wieder ultra sehr seriös an. Man wird als erstes gleich wieder gefragt, wie es einem geht und dann, wenn man sagt, ja, geht so, dann wird da eigentlich überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Dann kann man sich doch diese Frage eigentlich auch sparen. Ich meine, das ist uns eh alle klar, dass wenn man so eine Frage gestellt bekommt von irgendeiner fremden Person, dass das die Person eigentlich gar nicht interessiert, weil es ist ja nicht der Grund ihres Anrufs, sondern soll eigentlich nur das Gespräch auflockern und Smalltalk darstellen. Ja, nur dann müsste man den Smalltalk, den man hier beginnt, auch irgendwie weiterführen und nicht, dann so lassen. Das Problem ist, die Skripte sehen eigentlich nur vor, dass alle Kunden einfach sagen, ja, mir geht's gut. Weil wer meckert schon großartig darüber und erst recht mit Fremden. Ja, und dementsprechend bringt diese ganze Auflockerung hier in diesem Gespräch von Anfang an schon nichts und ist eigentlich eher peinlich, weil die verstehen auch gar nicht, was man da sagt. Die meisten von den Kakerlaken, die können ja nur das, was da auf dem Skript steht und keine 3 Meter abweichen, wenn man irgendwas sagt. Naja, und genau das ist eben auch das Problem mit dieser Frage. Ich würde sie an deren Stelle gar nicht erst stellen, wenn ich sowieso nicht auf das eingehen kann, was der Kunde da am Telefon überhaupt sagt. Ich möchte gerne Ihnen helfen. Für Sie ich sagte, Sie sind sehr leise. Außerdem reden Sie sehr schnell. Hallo. Ja, jetzt geht's. Hallo. Jetzt höre ich Sie. Ja. Okay. Ich heiße Sabine Gartner und ich rufe Sie vom Globalen Finanzmarkt an. Was sollte das heißen? Sabine Gärtner? Da sind wir schon wieder bei diesen ganz tollen, interessanten Namen, die möglichst deutsch klingen sollen. Ja, das aber die ganze Sache hier am Telefon eigentlich unglaubwürdig macht. Schon von Anfang an. Das ist jetzt schon der zweite Punkt, wo sie eigentlich Blut in den Adern kochen lässt, weil letztendlich... Erstmal interessiert sie sich dafür, wie es mir geht, dann interessiert sie sich aber irgendwie doch nicht dafür und dann nennt sie mir auch noch irgendeinen billigen Fake-Namen, den man eigentlich sofort durchschaut hat. Weil niemand heißt, wenn man so spricht, so wie sie. Ja, ja, genau. Weil, Sie haben in unserem Plattform eine Anmeldung für Kryptowährungen gemacht. Stimmt? Ja, kann sein, ja. Wenn Sie das sagen, dann... kann sein. Haben Sie irgendeine Erfahrung damit oder das ist Ihr erste Mal? Ach, nö, ich habe mir hier mal so Werbung angeguckt und mich da überall angemeldet. Ja, ich sage, ich habe hier so Werbung geguckt und mich angemeldet, aber keine Ahnung, da habe ich noch nicht so wirklich was rausgefunden. Ach so, das heißt, Sie haben noch keine Erfahrung, ja? Ich kann das alles erklären, funktioniert das, welche Möglichkeiten bekommen Sie und wir können zusammen für Sie ein Konto aktivieren, okay? Also so ein Bankkonto kriege ich dann, oder? Nein, kein Bankkonto, es geht um Handelskonto. Also Sie werden Ihr eigenes Login und Passwort haben, Sie können einloggen, Ihr Balance anschauen und mit Finanzberater sprechen, weil dabei Sie jeden Tag werden Ihr persönlicher Finanzberater haben, ja? Na, das ist ja dann wie bei der Bank. Nein, nicht bei der Bank. Na, aber ist doch genauso, wie Sie mir das erklären. Ja, ich finde schon, wenn man dann einen Berater hat und ein Konto eröffnet, dann ist das schon so wie bei der Bank. Aber das, weiß ich nicht, scheint sie irgendwie nicht so ganz in Verbindung bringen zu können. Da fehlt es wohl wieder an den Deutschkenntnissen oder ich habe keine Ahnung.
Ja, und grundsätzlich ist ja auch immer das tolle Problem hier, man meldet sich ja bei irgendeiner Webseite an, auf irgendeine Werbung oder bei einem Gewinnspiel und kriegt dann solche Anrufe. Man hat sich in der Regel nirgendwo bei denen auf der Webseite registriert. Aber die gehen davon aus, man wüsste ganz genau, was die eigentlich von einem wollen. Ja, und daran hapert es dann schon ganz oft, dass, ja, man weiß ja überhaupt nicht, was die überhaupt da am Telefon erzählen, wenn man von diesem Thema noch gar keine Berührung hatte. Manchmal ist es ja in der Tat so, ihr meldet euch bei einem Gewinnspiel an, was ja nun wirklich ganz, ganz weit nichts damit zu tun hat. Ja, und dann rufen solche an. Ja, um meine Konto zu aktivieren, auf jeden Fall, Sie brauchen eine Bankunterstützung, ja? Sie brauchen Ihr Bankkonto benutzen, um eine Einzahlung zu machen. Mhm. So. Wir haben auch solche Möglichkeiten mit Probezeit, das alles machen, weil Sie haben keine Erfahrung. Sie können diese Möglichkeit benutzen, ja? Das heißt, 2 Wochen Sie haben Probezeit, um das alles zu probieren und später eine Entscheidung treffen. Und hier ist dann einfach wieder das Problem, was sie halt dabei nicht erklärt. Man kann dann später eine Entscheidung treffen. Ja, das ist aber später, wenn das Geld erstmal auf deren Konto ist, zu spät ist und man dann nichts mehr wieder rausholen kann. Das vergisst sie dabei irgendwie zu erwähnen. Diese Probezeit, die soll wohl irgendwie den Anschein erwecken, dass man hier sicher ist und keine Angst haben muss, dass man sein Geld nicht auszahlen kann. Naja, aber genau so ist es. Es gibt auch so halbseriöse Firmen, wo ihr dann Geld aufladet und dann, wenn ihr da dort nicht tradet, dann werden da auch einfach irgendwelche Gebühren berechnet. Fragt man sich, warum? Denn die Gebühren werden nur dann berechnet, wenn auch Geld auf diesem Konto ist. Sobald das Konto leer ist, werden keine Gebühren mehr berechnet. Und das nennt man dann irgendwie Geldvorhaltungsgebühren oder irgend so ein Blödsinn, dass da einfach das Konto kleiner wird, obwohl ja man dafür nichts kann. Und wenn man da nicht handelt und das Geld einfach stehen lässt, ne, dann nehmt es euch einfach trotzdem Stück für Stück weg. Sowas gibt's tatsächlich auch. Ist aber nicht so lukrativ wie das hier, weil die stecken euch oder die stecken sich natürlich die komplette Summe, die ihr da überweist, einfach ganz in die Tasche. Und danach kriegt ihr ein schönes Demokonto, wo man euch dann so richtig schön mit irgendeiner tollen Show verschaukelt. Und ihr denkt vielleicht sogar noch, dass ihr da richtig fett Profite macht. Im schlimmsten Fall macht ihr euch damit schon in der gesamten Familie zum Klops, weil ihr erzählt habt, ihr habt da ein Konto, wo ganz viel Geld drauf ist. Tja, lächerliche Nummer. Das Problem ist, wenn man da erstmal drin steckt und dann sieht, man macht Profite, dann glauben da sicherlich auch viele dran, dass das ein tolles Unternehmen ist. Und im schlimmsten Fall zieht ihr eure Familie da noch mit rein, weil ihr das Ganze dann noch irgendwie weiterempfehlt. Vielleicht gibt es auch sogar noch irgendwelche Empfehlungsboni oder keine Ahnung. Aber tja, darauf könnte es natürlich dann am Ende auch drauf hinauslaufen. Hm? Bin ich jetzt auf Lautsprecher? Ja, ja. Hm? Warum? Ja, weil ich sie sonst so schwer höre. Sie sind sehr leise. Ach so. Okay. Okay. Wie gesagt, ich möchte gerne wissen, für welche Kryptowährung haben Sie Interesse besonders? Ja, Bitcoin oder Litecoin oder Ethereum, Dogecoin? Ja, hier das mit dem Helium fand ich ganz interessant. Wie bitte? Das mit dem Helium fand ich hier ganz interessant. Helium? Helium. Also Sie möchten mit Rohstoffen handeln? Nee, mit der Kryptowährung Helium. Ach so, okay, gut. Und wie viel möchten Sie erstmal einzahlen, um ein Konto zu bekommen? Also wie gesagt, bei uns minimaler Betrag ist 500 Euro, damit Sie bekommen 200 Euro von unserer Seite als Unterstützungsgeld für diese Probezeit. 500 Euro ist ganz schön viel. Wie viel möchten Sie? Ich würde erstmal 50 Euro nehmen. Nein, mit 50 Euro leider momentan geht es nicht. Wir haben keinen Platz mit 50 Euro. Schauen Warum Sie mal, nicht? 50 Euro für Finanzmarkt, das ist nicht so viel, um meine Profi ja, zu bekommen. Ist ja, das ist ja nicht schlimm, dann nehme ich keinen Profi. Dann nehme ich nur irgendwie so einen Roboter oder so und dann mit 50 Euro dann... Ein Robotsystem auch kostet was. Mit 50 Euro, Sie haben keinen Platz, ja? Minimaler Betrag, welche Sie können mit, wie gesagt, Probezeit und Finanzberater bekommen, das ist 500 Euro. Ja, dann lassen wir das weg mit dem Finanzberater und der Probezeit. Dann mache ich erstmal mit 50. Mit 50 geht es nicht. Warum denn nicht? Nein, der minimale Betrag, mit welchem Sie können ein Konto bei uns haben, ohne irgendeine Hilfe, wie gesagt, ohne Finanzberater, ohne Probezeit, ohne Robot, das ist 250 Euro. Machen wir so? 250 Euro. Ja, können wir da nicht irgendwie einen fragen, ob das erstmal mit 50 Euro geht? Weil das ist ja ganz schön viel. Tut mir leid, 50 Euro ja. Funktioniert nicht. Bei uns niemand kann einen Platz mit 50 Euro haben, aber...
Ja, also da haben wir dann den definitiven Beweis, dass das eine Betrügerfirma ist. Also da gibt's auch gar kein Wenn und Aber. Denn seriöse Firmen, die schreiben euch nicht vor, wie viel Geld ihr da zu investieren habt. Nehmen wir die ganz normalen Handelsplattformen, die man hier auch in Deutschland erreichen kann. Da könnt ihr so viel Geld aufladen, wie ihr wollt. Ob es weniger ist, ob es mehr ist, das ist denen scheißegal. Da könnt ihr auch 20 Euro überweisen. Ich glaube, 25 Euro ist das Minimum, was man dann da braucht, weil weniger macht dann wirklich kaum noch Sinn. Weil die Profite einfach dann auch nicht genug abschmeißen. Aber was soll das? Ich meine, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. So gierig kann man nicht sein. Dieses Callcenter will hier scheinbar besonders gierig sein und fängt gleich mit 500 Euro an statt 250 Euro wie die meisten anderen Betrüger-Callcenter. Naja, aber so scheint es wohl trotzdem zu klappen. Ich weiß es nicht. Muss es ja, weil sonst würden die ja nicht immer wieder anrufen und es würde nicht immer wieder neue Firmen geben. Gehört. Ja, das ist dein Taschengeld, ne? Ja, aber das verstehe ich nicht, weil hier bei so einer anderen Seite konnte ich hier 50 Euro auch machen. Ich weiß, es gibt auch solche Firmen, welchen es ist nicht so wichtig, ja, welchen Profit werden die Kunden kriegen und deswegen geben solche Möglichkeiten, sehr kleinen Betrag das machen. Aber für uns, das ist sehr wichtig, dass unsere Kunden werden am Ende mit Plus rauskommen und deswegen realistisch, ja, 50 Euro, das ist zu wenig. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön, dass sie hier von realistisch spricht, aber tja, das ist egal, welche Summe ihr da einzahlt. Weg bleibt weg. Das Geld bekommt ihr nicht. Da kauft sich der Chef irgendeinen schönen Porsche von und naja, die blöde Kuh, die hier am Telefon sitzt, die kriegt da auch nicht so viel von ab. Auch wenn die gerne so tun, als wären die alle reich. Ja, aber wenn die reich wären, dann müssten die so einen Job nicht machen. Und genau genommen könnten die alle selber in ihre Systeme da investieren und wären dann spätestens alle reich. Tja, nur irgendwie sitzen sie alle noch am Telefon. Dann scheint das System, was sie einem da so toll verkaufen wollen, ja dann doch irgendwie nicht so gut zu sein, wie sie es hier anpreisen. Ja, aber damit habe ich doch auch schon Plus gemacht. Das kann auch so sein, aber zu wenig, ja? Morgen, das kann 2 Euro sein, übermorgen, das kann 3 Euro sein. Ja, das reicht mir doch erstmal. Muss doch nicht immer so viel. Nein. Okay, welche Anzahlungsmethode möchten Sie benutzen? Anzahlungsmethode, was ist das? Einzahlungsmethode, ja? Einzahlungsmethode. Einzahlung. Weiß ich nicht, kann man das bei Ihnen in bar vorbeibringen? Wie gesagt, es funktioniert Kredit- oder Debitkarte, PayPal, Blockchain-Wallet, Binance, ja, Binance. Das haben sie noch gar nicht gesagt. Aber dann, ja, was soll ich denn da nehmen denn? Welche haben Sie? Das brauchen Sie am besten. Ja, klingt alles gut. Welche Möglichkeit möchten Sie wählen? Welche soll ich denn nehmen? Nein, wählen. Ach so. Das sollen Sie sehen. Ich glaube, Sie sind nicht so seriös, ne? Na, ich glaube, das beruht ja wohl eher auf Gegenseitigkeit. Aber ich finde es auch ultra interessant. Sobald man als Kunde Fragen hat, ist man dann auf einmal schon nicht mehr seriös. Ich meine, die Fragen, die ich jetzt hier stelle, die sind höchstens naiv. Also ganz blöd sind sie ja, glaube ich, nicht. Aber also ich versuche immer aus der Sicht eines, ja, dummen Kunden zu denken, der davon noch gar keine Berührungspunkte hatte und jetzt erstmal versucht rauszufinden, was sie überhaupt von einem möchte. Ja, und sobald man da Fragen stellt und gar nicht so richtig weiß, was sie von einem möchte und was sie genau meinen, dann ist man unseriös. Und ja, dann sind sie gleich beleidigt. Ist ja höchst interessant. Also ich finde es immer wieder spannend, dass die versuchen, den Spieß umzudrehen, bevor das Ganze überhaupt angefangen hat. Und dass die dann jedes Mal die Kunden für unseriös halten, nur weil sie Fragen stellen. Ich meine, letztendlich wollen die doch einem was verkaufen. Und natürlich ist das ein Verkauf. Natürlich, auch wenn es eine Investition ist. Aber die wollen ja einem was veranbieten, ein Produkt. Und dann ist es auch Kauf. Auch wenn sie es Investitionen nennen wollen. Das ist mir doch denn egal, weil unterm Strich will sie mir doch jetzt hier ein Produkt anbieten. Und auch bei der Bank kann man ja irgendein Produkt nehmen, was mit Handeln und so zu tun hat. Da kriegt man doch aber dann auch eine Beratung, wenn man Fragen hat. Und wenn man hier so komplett in den Raum geschmissene Sachen wie welche Einzahlungsmethode und welches dies und welches das, kann man das vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen definierter bekommen, damit man vielleicht auch versteht, was die jetzt genau von einem haben will? Weil wenn man hier so lauter Zahlungsmethoden um den Kopf geklatscht kriegt und dann weiß man doch erstmal gar nicht, was man da jetzt nehmen soll, weil ihr seid ja letztendlich am Telefon. Ihr habt nichts von der Firma, ihr seht die Seite nicht oder teilweise nicht. Ja, weiß ich nicht.
Warum bin ich nicht seriös? Was hat das damit zu tun? Weiß ich, jemand anders ist dabei, hört mich. Nö. Ich bin nur alleine. Ich habe solche Gefühle. Ja, machen Sie ein ich... Recording? Was? Machen Sie ein Recording? Was ist das? Sie werden diese Gespräche später hören. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Okay, machen wir weiter. Sagen Sie bitte, welche Methode möchten Sie dabei benutzen für Einzahlung? Na, wie gesagt, in Bar könnte ich das vorbeibringen. Haben Sie eine Filiale? Interessante Sache hier mit dem Recording, dass sie da gleich drauf kommen könnte oder kommt, dass es ja sowas in der Regel wohl öfters bei ihr gibt, vermute ich mal. Also die werden alle schon auf YouTube gelandet sein. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch genug Kanäle und so viele deutschsprachige Callcenter werden sie dann doch nicht sein. Also am Ende haben wir ja hier auch ganz viele Callcenter immer wieder die gleichen dran gehabt, manchmal auch unter einem anderen Namen. Ja, und irgendwie wissen die das schon alle, dass wir auf YouTube landen. Ja, aber spätestens dann, wenn ich immer noch selbst der Meinung bin, dass das Ganze hier irgendwie ein seriöses Unternehmen sein könnte, in dem ich hier gerade arbeite, ständig aber irgendwelche Leute auf mich aufmerksam sind, um das, was ich hier am Telefon zu mache, aufzuzeichnen, spätestens da würde ich doch irgendwie auf die Idee kommen, warum machen die denn das eigentlich? Naja, aber scheinbar denkt man so als Betrüger nicht. Genau. Ja, dann machen wir das so. Was meinen Sie damit? Na, Sie haben doch gerade gesagt, genau. Ja, wir haben Filiale, aber ja. Was machen wir denn? Ja, na, wo haben Sie denn die Filiale? Weil dann kann ich das Geld auch vorbeibringen. In Hamburg. In Hamburg. Nein, das funktioniert nicht so. Ach so. Das ist Finanzmarkt, Onlinehandel, das können Sie nicht. Also wie gesagt, das ist kein Face-to-Face. Das ist Online-Finanzmarkt. Ach so, und welche Möglichkeiten... Und Corona, wir arbeiten in Homeoffice. Ach so, und welche Möglichkeiten habe ich dann noch? Kredit- oder Debitkarte, wie gesagt Visa oder Masterkarte, Online-Banking, PayPal, Bitcoin-Wallet, Crypto-Wallet, Binance, Blockchain, Sparkasse, Deutsche Bank, welche haben Sie? Ach so, ja, nee, da kann ich die Visa-Karte, die kann ich nehmen. Jetzt habe ich verstanden, das heißt, Sie haben Visa-Karte. Ja. Welche Bank ist das? Mit welcher Bank arbeiten Sie? Oh, von welcher Bank ich die jetzt habe? Och, das, da fragen Sie mich was. Irgendwann habe ich die mal online abgeschlossen. Aber von wem die jetzt genau ist, das weiß ich nicht. Sie wissen nicht, mit welcher Bank arbeiten Sie? Na, mit meinem privaten Konto, also das ganz normale Konto. Nein, was Ihre ich Visa, hab... Ihre Visa-Karte, welche Bank ist das? Nee, da weiß ich das jetzt nicht, von wem das genau ist. Das habe ich mal irgendwann im auf Internet abgeschlossen. Auf der Karte steht das. Okay, ich verstehe das, aber auf der Karte steht das an der Ecke. Sparkasse, Deutsche Bank, Postbank, Volksbank, weiß ich nicht. Reisebank, welche Bank ist das? Da steht bei mir bloß Amazon. Amazon? Ja. Ist das eine Visa-Karte oder einfach eine Karte? Nee, das ist eine Visa-Karte. Die habe ich, glaube ich, mal irgendwann über Amazon gemacht. Okay. Aber keine Ahnung, von welcher Bank das da kommt. Das, Auf der Karte steht gar nichts? Nee, da steht nur Amazon. Genau, so sieht es aus. Also die Kreditkarte, die ich besitze, es kann ja bei anderen Kreditkarten anders sein. Ich habe mir hier gerade mal so ein paar Fotos aufgemacht. Ja, manche Karten haben dann zum Beispiel das Logo von der Sparkasse oder kommen direkt dick mit drauf gedruckt. Ja, aber wenn man von einem Online-Shop so eine Karte besitzt, wie zum Beispiel von Amazon, dann steht da nicht drauf, dass das irgendeine Bank ist. Also Amazon arbeitet, glaube ich, mit der Landesbank Berlin zusammen. Das wird dann da irgendwo vielleicht auf der Rückseite in klein draufstehen. Ja, aber groß aufmerksam auf der Vorderseite dieser Karte steht einfach nur Amazon und Visa und die Nummer und das Verfallsdatum, also Ablaufdatum und euer Name. Und das war's schon. Da steht nicht drauf, welche Bank da genau dahinter steckt. Das ist aber auch Sinn und Zweck dieser Karte, wenn sie zum Beispiel eben jetzt von Amazon kommt. Weil Amazon will ja mit Amazon Werbung machen und nicht mit irgendeiner fremden Bank, worüber das läuft. Das ist dann so eine Art Partnervertrag. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Das ist im Grunde genommen nur das Design der Karte. Die Bank, die dahinter steckt, dann wiederum eine andere. Und Amazon und Landesbank Berlin werden dann irgendwelche Verträge geschlossen haben, um da eben beidseitig irgendwie Gewinn rauszuschlagen. Also in diesem Fall wird zum Beispiel Amazon jedes Mal eine Provision bekommen, wenn ihr die Karte benutzt.
Ja, und von dieser Provision geben sie euch ja schließlich Punkte. Also zumindest in diesem Amazon-Kosmos. Und sowas gibt's auch von anderen Shops. Also da muss nicht zwangsläufig immer der Name der Bank auf der Karte draufstehen. Haben das bestellt, um von Amazon was zu bestellen? Ja, da kriegt man so Punkte. Okay. Und da steht 16 Nummer, richtig? Ja, auf ihre Karte. 16 Nummern drauf. Erste Nummer ist 4, richtig? Was? Erste Nummer, das ist 4? Ja. Okay, das heißt sicher, das ist eine Visa-Karte, ja? Okay. Woher wissen Sie denn das mit der 4? Weil alle Visa-Karte, erste Nummer, das ist 4. Ach so. Ganz im Welt, ja. Und Mastercard, erste Nummer, das ist 5. Ach so, okay. Alle Masterkarten als erste Nummer haben 5. Ich habe ja bloß die eine, deswegen kann ich ja nicht sagen, ob das da... Wie bitte? Ich sage, ich habe ja bloß die eine, deswegen weiß ich das nicht so. Okay. Jo. Was, jetzt anbiete ich, was für ein Angebot habe ich für Sie, ja? Lassen Sie uns ein Konto für Sie mit minimalem Betrag aktivieren. Später nach diesem Probezeit, Sie werden schon solche Erfahrungen haben. Sie werden verstehen, ja, ist das für Sie ein gutes Angebot oder nicht? Sie können entweder weitermachen oder deaktivieren. Auf jeden Fall, das ist Ihre Entscheidung, ja? Mhm. Okay, machen wir also? Ja, ja. Okay, mit 52, ja? Na, ich dachte, wir machen erstmal mit 50. Mit 50, okay, schauen Sie mal. Wenn ich werde diese Formula ausfüllen, hier 50 Euro als Betrag schreiben, das wird automatisch cancel sein. Das wird automatisch abgelohnt sein. Mit 50 Euro funktioniert es nicht. Minimaler Betrag, mit welchem Sie können bei uns ein Konto haben, das ist 250. Verstehen Sie das? Ja, ich verstehe mit 50, das schon. Auf jeden Fall, für mich, wissen Sie, für mich ist es ist scheißegal, ja, mit welchem Betrag werden Sie das machen. Aber unser System lässt uns nicht so machen. Minimaler Betrag ist 250. Das ist was. Das ist, was ich mir sehr gerne erklären, ja? Ja, aber wenn ich jetzt bei meiner normalen Bank anrufe und da mal was frage, dann kann man ja auch da ein bisschen was verhandeln. Da muss man auch nicht immer die volle Summe einzahlen. Also so ein bisschen flexibel habe ich mir das schon vorgestellt. In der Tat, wenn ihr einen Bankberater habt und irgendwo an irgendwelchen Fonds teilnehmen wollt, dann, also zumindest war es bei mir so, und ich sage, boah, das ist mir aber ein bisschen zu viel, da jetzt gleich mit der Summe einzusteigen, geht das auch irgendwie ein bisschen weniger? Ja, das geht teilweise. Also da muss man jetzt nicht ewig diskutieren. Die sind froh, dass sie überhaupt an irgendwas Provisionen verdienen und wollen nicht gleich so gierig sein. Also jedes Unternehmen der Welt ist dafür abgezielt, um irgendwie ein bisschen Profit rauszuschlagen. Natürlich, so funktioniert unsere Welt. Das ist ganz normal. Ja, aber die wollen halt, die sind halt gleich gierig, ne? Die wollen halt alles haben. Und dann sind 50 Euro ein bisschen wenig. Ich meine, ich vergleiche mich ja immer gerne. Also wenn ich jetzt ein Betrüger wäre, also ich würde jetzt eigentlich dann ganz froh sein, wenn sie mir 50 Euro geben, dann halte ich lieber die Schnauze, nehme die 50 Euro und mache mich aus dem Staub. Tja, aber irgendwie sind sie dazu einfach zu unintelligent. Na, von 250 Euro, ich verstehe, was Sie meinen, ja, mit anderen, Sie haben mit 50 was gemacht, aber leider momentan bei uns funktioniert das nicht. Lassen Sie uns so machen, ja? Denken Sie nicht über diesen Betrag, ja? Das ist nicht so wichtig. Am wichtigsten ist, dass Sie werden Ihre Probezeitmöglichkeit benutzen. Wichtigste ist, Sie werden solche Erfahrung mit großen Firmen im Finanzmarkt haben. Sie werden, ich gebe Ihnen solche extra Möglichkeit auch mit Bonusgeld das machen, ja? Wenn Sie werden mit 250 Euro Ihr Konto aktivieren, Sie bekommen von meiner Seite gleich 75 Euro als Probegeld für diese Probezeit, als Geschenk. Ach, das ist aber freundlich, dass Sie uns Probegeld geben wollen. Mensch, tja, wenn man merkt, der Kunde flutscht irgendwie weg, in dem Fall kann man es ja sogar schon fast Kundenservice nennen hier, verspricht man einem Bonusgeld. Mhm, toll. Ja, ich meine, gut, das machen normale Banken auch, wenn sie merken, oh, der will vielleicht gar nicht. Wenn wir ihm irgendwas Schönes anbieten, ich meine, das ist ja auch in anderen Geschäften so, da kann man ja auch oft handeln, also selbst im Mediamarkt könnt ihr handeln, braucht bloß einen Verkäufer suchen und sagen, hier der Fernseher, der ist mir aber zu teuer, den kriege ich den für 100 Euro weniger oder sollte man vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger ansetzen und man kann da tatsächlich handeln. Und wenn man ganz hart handelt, dann kommt auch der Geschäftsführer und der sagt dann, naja gut, okay, dann machen wir da mal einen Geschäftsführerpreis.
hatte ich alles schon. Also ich habe mir selbst, ich habe Gott sei Dank einen uralten Smart TV, der hat mal 1.600 € gekostet und ich habe das Ding tatsächlich für 900 € mitgenommen. Das war sehr, sehr harte Verhandlung, aber ich konnte halt überall belegen, dass es das Ding schon hinterhergeworfen gibt, dass es schon die vorherige Generation ist und warum sollte ich da jetzt noch so viel bezahlen wie für einen ganz neuen? Und irgendwann hat das Geschäft eingelenkt und hat gesagt, naja gut, ja, haben sie ja irgendwo recht, dann verkaufe ich das Ding lieber, als dass er hier rumsteht. Ja, und dann konnte ich ihn mitnehmen. Also es geht, man kann handeln. Naja, und hier versuchen sie halt letztendlich einen dann wieder zu blenden, weil das, ja, das ist halt so eine Art Lockmittel. Das kann euch in vielen Firmen passieren. Also jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne. Wenn man handelt, dann kriegt man oftmals ein Angebot. Das ist bei vielen, vielen Firmen so. Also selbst in Brillengeschäften geht sowas, in Klamottengeschäften. Teilweise, es kommt drauf an, eine teure Boutique, da könnt ihr auf jeden Fall handeln. Ist es jetzt so ein Massengeschäft wie New Yorker und H&M? Naja, da ist über den Preis nicht mehr zu reden, das ist ganz klar. Aber man kann handeln und man kann auch Boni bekommen in dem Sinne. Ne? Also das ist alles nicht das Problem. Das ist ja auch ein gut gemeintes Lockmittel. Allerdings hier ist es nur ein Lockmittel. Denn in Wahrheit bekommt ihr da keinen Bonus, sondern einfach nur nichts. Dann werden halt statt 250 werden dann eben 325 € auf eurem angeblichen Fake-Demo-Konto dann angezeigt. Ich meine, es ist ja nur technisch kein Aufwand, dann eine andere Zahl hinzuschreiben. Aber wahrscheinlich werden sie nicht mal das tun. Da wird man sich dann hinterher mit irgendwen Neues da am Telefon rumschlagen müssen, wenn man wieder angerufen wird, wo denn jetzt das Bonusgeld ist. Ich habe keine Ahnung. Ach so, okay. Und wie hieß nochmal die Seite, auf der ich mich angemeldet habe? Soll ich denn das buchstabieren? Ja, dann kann ich mal gucken. Okay, öffne Sie Google. Google. Genau. Soll ich nicht gleich den Browser öffnen? Weil wenn ich Google öffne, dann komme ich ja nicht auf die Seite. Egal, welcher Browser ist das. Ja, dann gebe ich das in die Adresszeile ein, ja? Genau, ich buchstabiere das. Ja. Soll ich das buchstabieren? Ja, ja. Okay, schreiben Sie bitte C wie Cäsar. Ja. O wie Olaf. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. S wie Siegfried. Ja. B wie Bruder? Ein B. B, genau, Bruder. Ja, ja. A wie Anton? Ja. N wie Nordpol? Ja. K wie Klaus? I wie Ida? N wie Nordpol? G wie Griechenland? Ja. Punkt? Ja. Komm. Was steht doch? Wiederholen Sie das bitte? Coinsbanking.com. Genau, machen Sie bitte weiter. Das ist so eine blaue Seite. Genau. Mit so komischer Animation da im Hintergrund, da kommt mein Computer gar nicht mit. Warum komisch? Ja, da hängt mein ganzer Computer gleich wegen der Animation da. Das schafft mein Computer nicht. Ja, das ist tatsächlich ein Problem im heutigen Internetzeitalter. Die Webseiten, die werden immer, immer fordernder. Und sobald das ganze Bild sich eigentlich irgendwie bewegt, man kennt es oft so von modernen neuen Startup-Unternehmen, die besonders schicke Webseiten haben möchten. Ihr kennt ja vielleicht diese nervigen Scroll-Webseiten, die so unfassbar lange nach unten zu scrollen sind und die Webseite einfach nur irgendwie ein riesen Inhaltsklumpen ist und alles irgendwie animiert und ihr scrollt und dann kommt noch eine Animation reingefahren und dann scrollt ihr weiter und dann bewegt sich noch ein Graph durchs Bild. Ja, das braucht eine ganze Menge Rechenleistung. Und wenn man hier so eine Betrugswebseite aufbaut, dann würde ich jetzt nicht zwangsläufig unbedingt davon ausgehen, dass jeder einen neuen Computer stehen hat. Also mein Rechner ist tatsächlich schon uralt. Hat ordentlich Leistung, ist ein Intel-Rechner und die Intel-Dinger sind ja dafür bekannt, dass die CPUs wirklich viele, viele, viele Jahre ordentlich Power haben, auch wenn das eigentlich schon ein lange überholtes System ist. Also ich könnte hier keinen Twitch-Livestream mit 1000 Animationen machen, das packt der Rechner hier tatsächlich nicht mehr. Ja, aber normale Webseiten kriege ich schon auf. Ich habe halt tatsächlich mittlerweile mit dem 10 Jahre alten Ding hier, ich meine, der hat Windows 10 mit den aktuellsten Updates drauf. Das funktioniert alles ohne Probleme. Das Schnittprogramm für das, was ich jetzt hier mitmache, auch noch, gerade so. Ist aber nebensächlich. Letztendlich haben die aber hier eine Webseite, die so dermaßen viel Rechenleistung von eurem PC frisst, dass eigentlich der ganze Rechner hängt.
Weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal hattet, wenn ihr auf eine Webseite geht und dann hängt der ganze Computer, weil so viel Leistung einfach benötigt wird, was man nicht mal zum Zocken hätte. Mache ich mit dem Rechner hier eigentlich auch nicht. Aber das muss man sich mal eigentlich mal überlegen. Ne? Also ich meine, die machen sich das selbst schwer. Kakerlakendeutsch auf der Webseite, eine Webseite, die absolut völlig übertrieben mit Animationen ist, dass der ganze Rechner eigentlich sich aufhängt. Ja, also weiß ich nicht. Also spätestens hier hätte ich jetzt schon keine Lust mehr überhaupt weiterzumachen, wenn mein Rechner dann hier eigentlich nur noch hängt. Ne? Aber naja, die Tante versteht es hier ja auch scheinbar wieder nicht, was ich ihr damit sagen wollte. So, jetzt, ich wollte mal hier nach unten scrollen. So. Ah ja, genau, da soll also man Sie ja haben irgendeine Frage, lassen Sie mir bitte das wissen. Ja, ich gucke hier gerade, weil man sagt ja immer, man soll denn so gucken hier nach so einer Registrationsnummer. Ja, Sie haben eine Registrationsnummer. Ja, das hier ist auch so eine Registrationsnummer mit 2021 und dann weiß ich nicht, was das sein soll, dann BC00025. Okay. Ja, wo kann ich denn die nachgucken, die Nummer? Bei wem sind Sie denn registriert? Wie gesagt, wenn Sie werden Ihr Konto bei uns aktivieren, Sie werden erst einen Anruf von unserer Verifizierungsabteilung bekommen. Verifizierung wird alle notwendigen Dokumente schicken, ja? Ich darf das nicht machen. Ich darf kein Dokument schicken, aber Verifizierung wird alle notwendigen Dokumente schicken. Ich will ja auch kein Dokument. Nein, damit Sie können das alles nachgucken. Ja, ich will nur nachgucken, wo Sie registriert sind. Wie heißt denn die Behörde? Das kann ich nicht sagen. Unfassbar interessant. Also, ihr seid jetzt bei einer angeblichen Tradingbank und die kann mir nicht sagen, wo die reguliert und registriert sind. Tja, das schreit ja nur nach Betrug. Also, wenn es jetzt noch nicht klar war, dann ist es jetzt definitiv 1000%ig klar, denn das muss man wissen. Man muss es vielleicht nicht auswendig wissen, man muss aber wissen, als Mitarbeiter, und da gibt es auch gar kein Wenn und Aber und überhaupt keine Ausrede, man muss als Mitarbeiter wissen, wo man da jetzt nachgucken kann, um diese Frage zu beantworten. Ich habe auch schon im Handel gearbeitet und man hat gefragt, wo die Firma eigentlich überhaupt registriert ist. Ja, wusste ich jetzt auch nicht, weil es ein großer Kettenkonzern war und viele standen. Ich wusste zwar, wo der Hauptsitz ist, wie bei fast allen Firmen in Berlin oder München. Und dann weiß man das natürlich erstmal nicht ganz genau, wo ist denn jetzt das Handelsregister eigentlich registriert, wenn man da so viele kleine Läden hat. Naja, und dann sagt man halt, gut, okay, ich guck mal kurz nach. Dafür gibt es ja in jeder Firma eigentlich auch ein Intranet. Gab es in der Firma auch nicht, aber es gab noch tatsächlich so Ringordner, wo man dann mal nachblättern konnte, wenn irgendwelche wichtigen Fragen sind. Sowas liegt eigentlich dann da, weil jedes seriöse Unternehmen bereitet sich auf genau sowas eben auch vor. Weil es kann ja auch mal eine Kontrolle in diesem Geschäft kommen. Keine leitende Mitarbeiterperson da, aber ihr habt vielleicht da Herrn Zoll oder sowas im Laden, die einfach mal überprüfen wollen, ob ja alles legal funktioniert. Ja, dann müsst ihr aber wissen, wo diese Scheiße liegt. Das kriegt man eigentlich in jeder Firma auch am Anfang gesagt. Ich meine, wenn man jetzt nicht am Telefon arbeitet und nichts mit irgendwelchen Leuten oder Kunden, die Fragen stellen könnten, zu tun hat, ja gut, dann muss ich sowas nicht wissen. Dann weiß ich ja, wo ich hingehe und dass mein Geld kommt und das ist dann auch schon in Ordnung. Aber ich müsste dann schon wenigstens wissen, wenn es jetzt gerade heiß wird, um dem Kunden die Fragen zu beantworten. Und dann hat ja die nette Tante hier auch noch gesagt, ja, ich kann alles fragen, dafür ist sie da. Und Antworten hat sie aber irgendwie keine einzige Frage. Also ich soll jetzt mein Geld bei Ihnen einzahlen und Sie sagen mir nicht, wo Sie registriert sind. Nein, ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind registriert. Ja, dann wenn sagen Sie die mal. Großbritannien registriert, aber... Ja, und wie heißt das Unternehmen, die Behörde, wie heißt sie? Unser Unternehmen, wie heißt es? Nee, die Registrationsbehörde. Bei wem seid ihr reguliert? Ich kann das nicht sagen. Verstehen Sie das? Nö, das verstehe ich nicht, weil Sie müssen das sogar sagen, wenn Sie mir was verkaufen wollen. Ich würde nichts verkaufen, ich mache gute Angebote für Sie, das weil Sie haben kein schon Angebot, das ist Betrug, gemacht. Was Sie hier machen. Ja, also sie möchte mir nichts verkaufen, sie macht mir nur ein Angebot. Aha, wo ist denn jetzt hier bitte schön der Unterschied? Ich meine, ein Angebot ist noch kein Verkauf, richtig. Aber ein Angebot führt ja oder kurz, also über kurz oder lang, immer zu einem Verkauf. Also selbst eine Investition ist ja letztendlich eine Art von Verkauf, weil sie wollen ja was daran verdienen. Also mal, sei mal dahingestellt, dass man hier sowieso nicht in irgendwas investieren kann, außer in den neuen Porsche der Firma.
Das war's aber auch schon. Also eigentlich kann man darüber nur fassungslos sein und dass die sich selbst nicht für Betrüger halten. Allerspätestens jetzt. Allerspätestens, wenn sie das die ganze Zeit nicht begriffen hat, was sie da eigentlich für einen Job tut. Da müsste sie sich doch selbst hinterfragen, ja, stimmt ja eigentlich, warum habe ich denn sowas nicht? Ich meine, wie gesagt, ich habe ja auch schon im Handel gearbeitet und in einem Geschäft gearbeitet und habe letztendlich, da kamen ständig irgendwelche komischen Fragen, wo ich mir dachte, sowas muss ich wissen, okay. Aber ich wusste immer, wen ich fragen kann, wo ich anrufen muss, wo ich mal was nachgucken kann, damit ich wenigstens eine halbwegs seriöse Antwort irgendwie geben kann. Aber das interessiert die halt einfach gar nicht. Die sagen, ja, muss ich nicht wissen, Pech gehabt. Ja, und dann werden sie sofort gnatzig und haben keine Lust mehr. Ja, also unseriöser geht's einfach auch schon überhaupt nicht mehr. Sie wollen, dass ich Geld einzahle. Nein, und sagen mir nicht, mal, bei wem sie reguliert sie sind. Nicht. Das hören Sie mal beleidige zu. Sie mir Nein, nicht. Ich beleidige Sie nicht. Ich sage hier die Wahrheit. Doch. Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Sie wollen, dass ich 250 Euro einzahle und sagen mir aber nicht, wo Sie reguliert und registriert sind und von wem Sie kontrolliert werden? Das nennt man Betrug. Sie haben keine Erfahrung im Finanzmarkt, ich glaube. Oh, ich glaube, ich habe mehr Erfahrung als du, Pippi. Wo ist deine Registrations-ID? Nein. Deine Regulation-ID, wo ist die? Also ich habe vielleicht nicht unbedingt die größten Erfahrungen auf dem Finanz- und auf dem Handelsmarkt, auch wenn ich da ein bisschen, also wirklich nur ein ganz kleines bisschen, was mit schon zu tun hatte und auch habe, in Form von ETF-Fonds und Fondssparen, aber auch mit einem seriösen Plan, wo man nicht morgen gleich reich wird, sondern einfach kleckerweise immer so ein bisschen was dazukommt und wenn man Glück hat, dann bessert man sich damit die Rente halt ein bisschen auf, weil man muss ja zusehen, wo man heutzutage bleibt. So, wenn man mal in meinem Alter über die Rente überlegt, da wird es einem eigentlich schlecht, weil einzahlen brauchst du nirgendwo. Also eine Rentenversicherung oder sowas, das ist ja alles, naja, kann man machen, aber das Geld kann halt da auch genauso weg sein wie bei ETF-Fonds sparen. Ne? Also das weiß man nie vorher. Wenn man das braucht bloß ein Unternehmen, wo man da sein Geld reinsemmelt, braucht bloß ein also selbst ein seriöses Unternehmen, die brauchen ja bloß insolvent gehen oder irgendwas ist schiefgegangen und dann wird es auf einmal viel, viel weniger, als einem am Anfang versprochen wurde. Das steht ja alles im Kleingedruckten. Das ist eine Garantie, dass man da was rauskriegt aus seiner Rente. Ja, das gibt euch kein Unternehmen. Die versprechen hier immerhin aber fette Provisionen und fette Gewinne. Schon das muss eigentlich alle Alarmglocken läuten lassen. Wenn euch seriöse Unternehmen sagen, ja, ihr könnt hier was bei uns kaufen und es kann aber auch trotzdem weg sein. Das sagt euch sogar eine ganz normale Bank. Selbst mit ganz normalen Versicherungen. Das kann immer passieren, dass ihr da einzahlt. Ja, und dann ist die Versicherung weg, weil insolvent oder irgendwas. Irgendwas schiefgegangen. Ich meine, die Löhne steigen, die Kosten werden immer teurer. Strom wird teurer, Wasser wird teurer, selbst das Toilettenpapier wird teurer. Das muss man auf einen Großkonzern produzieren. Also nur bei der Toilettenpapierbestellung kann es ganz schnell sein, dass ihr im Jahr 1.000 Euro mehr ausgibt, je nachdem, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Ne? Also es ist tatsächlich so. Und da kann jede Firma kann von der Insolvenz betroffen sein, bei der Inflationsrate, die wir haben und bei der Kostensteigerung. Ja, aber das, was hier passiert, naja, also keine Ahnung, was die sich einbildet und vor allem, wie sie denn immer gleich eingeschnappt sind und von Beleidigung sprechen. Genau. Regulation ID, I cannot tell you. You understand what I mean? I cannot. Ja, ja, ich verstehe dich schon, aber... Because you don't need it. Ja, ja, du bist Betrüger. Ja, wenn sie sind seriös, nein. Doch, du bist Betrüger. Du bist einfach nur Betrüger und Abzocker, nein, wie alle anderen. Doch. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, ihr seid Betrüger. Sprechen Sie höflicher. Nö, ich spreche höflich. Ich bin höflich genug mit dir. So, nein. Dann sag mir, wo ihr registriert und reguliert seid. Das kannst du mir sagen, das musst du mir sogar sagen, das ist verpflichtend. Großbritannien, ich hab schon gesagt. Ja, und bei wem genau seid ihr reguliert? Weil das steht ja bei euch auf der Webseite nicht. Ich kann das nicht sagen. Ja, natürlich, das musst du sogar sagen. Alles andere ist Betrug. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber diskutieren. Das ist Betrug. Nein. Doch. Wie kann man, also ganz im Ernst jetzt, wie viele Leute bescheißen ihr da so am Tag? Vergessen Sie bitte über diese Registrierung und Regulierung. Nee, das vergessen wir nicht, weil das ist wichtig. Das ist Vorschrift. Das ist Vorschrift. Und ich werde das auf jeden Fall melden. Ich werde auch eure Domain melden. Oh mein Gott! Ja. Warum stechen Sie? Ja, weil ihr versucht, mich zu betrügen. Das werde ich melden. Das nein, bringe ich zur Anzeige. Das natürlich. Ich nicht. Das natürlich. Das ist. Sprechen Sie bitte nicht. Und das, sprechen Sie bitte normal. Ja, ich spreche ganz normal. Nein. Doch, ich werde das zur Anzeige bringen. Aggressiv. Nö, ach das so. Hat nichts mit ja, das hat nichts mit aggressiv machen zu tun. Sie können gar nichts mehr kannst machen. Du, kannst du eigentlich auch mal zuhören? Oder nein. Sabberst du immer dazwischen? Ja, scheinbar schon, ne?
Wie kann man eigentlich zufrieden sein mit so einem Job? Leute zu betrügen. Weil ihr seid nichts anderes als Betrüger. Doch, das ist keine Beleidigung, das ist eine Tatsache. Sie haben keine Erfahrung mit unserer Firma. Sie haben brauche ich auch nicht. Die Erfahrung hast du mir gerade hier mitgeteilt. Ich habe das mal gesagt, unser minimaler Betrag ist 240, aber Sie sind ein bisschen dumm, ich glaube. Wie war das nochmal, dass ich beleidigend bin? Aha, das ist natürlich nett. Ich würde eher sagen, sie fühlt sich hier gerade wahnsinnig ertappt und weiß dann auch nicht mehr anders. Und dann schaltet halt der Verstand aus. Aber schön, dass sie sagt, ich rede aggressiv und beleidige sie. Dabei die erste wirkliche Beleidigung, die hier gefallen ist, kam von ihr. Und wer jetzt so richtig aggressiv in Rage ist, ist glaube ich auch sie. Also, eine seriöse Firma betitelt die Kunden als dumm. Ach so, genau. Ja. Ja, sind was sie ja auch. Brauche ich zuhören? Nein. Ja, also eine seriöse Firma würde hier an dieser Stelle zuhören. Aber das geht irgendwie in dein Köpfchen nicht rein, habe ich das Gefühl. Ach so, das scheint bei dir wirklich... Jetzt hör mal zu hier. Pippi, hör mal zu jetzt hier. Das scheint wohl in dein Köpfchen nicht reinzugehen. Ich glaube, da fehlt's bei dir an der Intelligenz. Kann das sein? Nein, ich habe keine, nur sie haben. Ja, weiß ich, dass du keine Intelligenz hast, richtig. Ja, ich habe das. Warum brauche ich das? Ja, Intelligenz braucht man, um mit Menschen reden zu können. Das kannst du nicht. Ach so, sind sie Mensch? Tja, du scheinbar nicht, weil du bist ein Betrüger und ein Abzocker. Mehr nicht. Findest du das in Ordnung, Menschen zu betrügen? Du bist kein Mensch. Ja, und findest du das in Ordnung, Menschen zu betrügen? Findest du das in Ordnung? Findest du das in Ordnung? Ein Hund. Ja, ist ja schön. Das kennen wir schon, dass ihr dann nicht mehr könnt ich als Beleidigung. Das, das genau. ist das Problem. Wenn der Verstand aussetzt und keine Intelligenz vorhanden ist, dann kommt man mit solchen Worten. Richtig. Alfred, weißt du was? Jo. Du verlierst die Möglichkeit. Ich verliere keine Möglichkeit. Weißt du, was du verlierst? Jede Menge Zeit. Zeit, in der du niemanden anderen betrügen kannst. Deswegen bist du bei mir am Telefon. Einen anderen Grund hat das nicht. Ich wünsche Ihnen noch schönen Tag. Machen das Sie wünsche das ich wieder, dir auf keinen Fall. Aber wir werden uns bestimmt nochmal hören. Das ist mir scheißegal. Ja, weiß ich, dass dir das scheißegal ist. Weil du den Nächsten gleich betrügst. Das ist toll, dass du das machst. Ja, hast einen super Job, wirklich. Sind deine Kinder stolz auf dich, was du da so machst? Genau. Meine Kinder, meine Eltern, alle sind stolz drauf. Das ist wirklich beschämend, wirklich. Also das ist richtig beschämend. Ja, schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir auf keinen Fall. Ich würde sagen, wir haben hier ganz klar wieder ins Schwarze getroffen und die richtige Firma erwischt. Also die richtige falsche Firma. Also Betrüger und Abzocker. Mehr sind die hier auf gar keinen Fall. Also sie wollte mir hier tatsächlich weismachen, sie braucht nicht wissen, welche Lizenz oder sie darf es nicht sagen oder wie auch immer. Das ist absoluter Quatsch. Jede Firma muss sagen, wo sie registriert und angemeldet ist, sei es im Handelsregister, bei dem Bäckergeschäft um die Ecke oder eben irgendeine Tradingbank aus dem Internet. Und vor allem von irgendwo aus dem Internet, wo ihr gar nicht wisst, wo die herkommen. Ja, und die dürfen auf einmal nicht sagen, wo sie registriert sind. Ganz klar. Das ist ganz, ganz logisch. Es geht wahrscheinlich einfach nur darum, dass die da die Anweisung haben, da gar nicht groß zu diskutieren und dann die Gespräche möglichst kurz zu halten, wenn einer nach sowas fragt, weil die da gar keinen Bock drauf haben. Weil die wissen, dass man das als Kunde 1A nachweisen kann, dass es alles erlogen ist, was da ist. Und selbst wenn sie irgendwo eine Registrierung haben, denn es ist bei irgendeiner Timbuktu-Registrationsfirma, wo man sich für 5 Euro irgendeine tolle Lizenz kaufen kann, die aber nichts anderes ist als ein bisschen Schrift auf einem Papier. Kontrollieren tut bei denen dann aber keiner was, wenn es irgendwo auf den Cayman Islands oder so registriert ist nachher. Tja, das ist halt das täglich Brot von diesen Betrügern. Ich finde es furchtbar. Ich finde es wirklich so ekelhaft und abartig pervers, dass sie so ihr Geld verdienen. Ich meine, sie ist jetzt hier tatsächlich mal wieder ein bisschen länger am Telefon geblieben und hat sich der Diskussion ein kleines bisschen gestellt. Es war aber wahrscheinlich auch eher Dummheit, weil sie noch gehofft hat, dass man da vielleicht doch noch was rausschlagen kann. Aber ich bin ja jetzt ganz traurig, dass ich die Möglichkeit verloren habe, in ihrem Unternehmen zu handeln. Ne? Ja, Wahnsinn. Ich weiß immer nicht, was die sich darauf einbilden, ob die sich für was Besseres halten, weil so kommt es einem ja immer vor. Ja, also und sobald man sie erwischt, können sie eigentlich nur noch beleidigen oder es kommen irgendwelche Lügen oder die legen halt einfach auf. In diesem Fall war es ja alles in Summe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier seht ihr jetzt noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.